Die Handballluchse Buchholz-Rosengarten konnten am Samstagabend ihren 10. Sieg in Folge feiern. Gegen die Spreefüchse reichte ihnen ein starker Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte, um am Ende mit 26:23 als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben in den letzten 10 Minuten, aber wenn du 10 Tore zurück bist, gegen so eine Mannschaft kommst du nie wieder. Mit den Handballluchsen war heute nicht irgendeine Mannschaft zu Gast im Fuchsbau. Sie sind die Ligameister der vergangenen beiden Jahre und auch in diesem Jahr ein heißer Titelaspirant. Die Spreefüchse konnten in den ersten Spielminuten aber noch ihr Momentum aus dem letzten Auswärtsspiel, dem 28:17 Kantersieg in Harrisleben, mitnehmen und in Führung gehen. Hier traf Annego Wehr zum 4:2. Die Handballluchse kamen nun aber auch ins Spiel und konnten mit ihrem typischen schnellen Umschaltspiel immer wieder punkten. Nach 20 Minuten gelang ihnen dann der Ausgleich und bis zur 25. sogar eine 12:9 Führung. Eine Auszeit von Susan Müller sorgte dann aber noch einmal für einen 3:0 Lauf der Spreefüchse, 12:12 der Pausenstand, hier war also weiterhin noch alles offen. Wir haben sehr gut gespielt in erster Halbzeit, unsere Abwehr stand sehr gut, Shanti hält die Bälle und das ist wirklich schade, was uns passiert ist in zweiter Halbzeit, in ersten 10-15 Minuten. Man könnte sagen, es kam knüppeldick für die Spreefüchse. Nach Wiederanpfiff waren die Handballluchse nicht zu bremsen, Ball nach Ball fand den Weg ins Berliner Tor. Offensiv ging bei den Spreefüchsen in dieser Phase nichts mehr. Das Ergebnis ein unfassbarer 12:2 Lauf der Gäste. Das war natürlich die Vorentscheidung in diesem Spiel. Etwas überraschend war dann die doch starke Ergebniskorrektur der Spreefüchse. Bis zum Ende des Spiels wurde der bisherige Verlauf der zweiten Halbzeit auf den Kopf gestellt. Die Zeit lief jedoch mit den Handballluchsen und so stand es nach 60 Minuten 23:26. Für die Gäste ein unterm Strich verdienter Sieg. Für die Spreefüchse hingegen heißt es nun abhaken und auf den nächsten Samstag konzentrieren. Nächste Woche, wir fangen von vorne an und wir geben alles und holen wir uns 2 Punkte gegen Nördlingen. Wer live dabei sein möchte, Anpfiff ist am nächsten Samstag um 19:30 Uhr in der Sporthalle Charlottenburg.